In diesem Video werde ich meinen komplett neuen Omega einfachen GT5 Online Solo Money Glitch zeigen. Ich nehme das ganze Video ja gerade genau am 18.03.2022 auf. Und wenn ihr das Video heute seht, dann wird der ganze Glitch bei euch auf jeden Fall noch funktionieren. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich nur eine kurze Information für euch. Denn falls ihr es noch nicht wusstet, falls ihr noch einen günstigen Unlock All Account oder Money Booster in GT5 Online braucht, egal für welche Plattform, also für PS5, also GTA Online Remastered oder für die neue Xbox, für PS4, PS3. Es gibt für alle Plattformen da Unlock All Accounts und Money Booster auf der Seite von Loot4Games. Loot4Games ist der deutschlandweit günstigste Anbieter für Unlock All Accounts und Money Booster. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt das schon sehen, ihr bekommt da teilweise 1 Million GTA-Dollar schon für unter 1 Euro, also wirklich extrem günstige Preise. Außerdem habt ihr doch verschiedene Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel Sofortüberweisung, PaySafeCard und so weiter. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal abchecken. Allererster Link in der Videobeschreibung. Und zurzeit ist es so, wenn ihr über den allerersten Link in der Videobeschreibung einkauft, spart ihr nochmal zusätzlich 10% auf euren kompletten Einkauf. Also alles, was ihr kauft, ist nochmal 10% günstiger über den allerersten Link in der Videobeschreibung. Und außerdem als kleines Dankeschön dafür, dass ihr in der letzten Zeit so aktiv wart, ohne dass ich so viele Videos hochgeladen habe, weil in der letzten Zeit gibt es einfach in GTA Online nicht so viele Glitches, die man hochladen kann, aber trotzdem wart ihr aktiv und deswegen habe ich für euch jetzt nochmal ein neues Gewinnspiel organisiert. Ich verlose nämlich insgesamt 3 Unlock All Accounts in GTA 5 Online mit dem Level 120 und 500 Millionen GTA Dollar, zusätzlich noch mit gemoddeten Fahrzeugen und gemoddeten Outfits. Und falls ihr einen von diesen 3 Unlock All Accounts gewinnen wollt, egal für welche Plattform, dann müsst ihr einfach nur diesen Kanal hier abonnieren, dazu die Glocke aktivieren, diesem Video hier ein Like geben und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben mit eurem PSN, Xbox One oder PC-Namen. So einfach nehmt ihr schon am Gewinnspiel teil und so einfach habt ihr auch schon die Chance, einen von diesen Unlock All Accounts zu gewinnen. Jetzt würde ich aber sagen, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video. Was ihr zuerst mal macht, ist ganz einfach, und zwar geht ihr einfach erstmal in irgendeine GTA Online Sitzung rein, drückt einmal die Options-Taste, geht einmal auf Online und dann runter auf Option und hier stellt ihr jetzt einfach einmal euren Spawnpunkt auf letzter Ort und eure Spielersuche ganz einfach einmal auf geschlossen, genauso wie ich das auch gemacht habe, und sobald ihr das gemacht habt, geht ihr jetzt hier einfach einmal auf Rockstar Creator oder auf Editor oder auf Creator. Das gibt verschiedene Methoden, wie das heißt. Also auf PS4 heißt es zum Beispiel anders als auf PS5. Aber ihr startet jetzt ganz einfach einmal den Editor. Im Editor angekommen, drückt ihr dann einmal die Options-Taste, geht einmal auf Online und startet hier jetzt einfach eine geschlossene Freundessitzung oder eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Übrigens ist es auch wirklich egal, auf welcher Plattform ihr spielt, PS4, PS5, Xbox, PC, ist wirklich egal, bei jedem von euch wird dieser Glitch hier funktionieren. Was ihr jetzt zuerst mal macht, ihr begebt euch jetzt einmal genau an diese Position hier, und zwar einmal in das Casino in GTA 5 Online. Ich denke mal, jeder von euch sollte wissen, wo das Casino ist. Wenn ihr es nicht wisst, ich habe es euch gerade eben auf der Karte nochmal gezeigt, da geht ihr jetzt ganz einfach einmal hin. Und sobald ihr da dran angekommen seid, braucht ihr jetzt ungefähr 10.000 bis 15.000 Jetons. Wo ihr diese Jetons kaufen könnt, werde ich euch auch nochmal zeigen. Ihr braucht hierfür auch kein Penthouse, sondern wenn ihr ganz normal erst mit GTA Online angefangen habt, könnt ihr das auch machen. Ihr geht jetzt einfach einmal vorne hier an diese Theke ran und kauft jetzt hier ein paar Jetons. Ihr seht, ich habe schon 700.000, aber wenn ihr 10.000 bis 15.000 habt, dann reicht das auch vollkommen aus. Außerdem könnt ihr euch hier unten den Besucherbonus auch nochmal abholen. Dann bekommt ihr nämlich nochmal 1000 Jetons geschenkt. Und sobald ihr es jetzt gemacht habt, sobald ihr ein paar Jetons habt, begebt ihr euch jetzt einmal hier zu den Tischspielen. Ich denke mal, ihr solltet sogar schon wissen, wo das Ganze ist. Tischspiele ist ganz hinten im Casino. Ich werde euch jetzt auch nochmal den Weg zeigen, wie ihr da hinlauft. Und ja, in der Zwischenzeit, wo ich da jetzt hinlaufe, könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, auf welcher Plattform ihr derzeit GTA Online spielt. Denn ja, ich denke mal, viele von euch sollten die PS5 zum Beispiel noch gar nicht haben. Deswegen schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, auf welcher Plattform ihr spielt und ob ihr euren Charakter dann von PS4 auf PS5 übertragen wollt. Und zwar, wenn ihr jetzt hier angekommen seid, dann gibt es jetzt 2 Methoden. Und zwar einmal diese weißen Tische. Hier könnt ihr einmal jetzt zu 3-Card Poker gehen. Ihr müsst nämlich einmal zu 3-Card Poker gehen, entweder bei diesen weißen Tischen oder bei den blauen Tischen. Die blauen Tische bekommt ihr aber erst, wenn ihr sozusagen die Premium-Mitgliedschaft im Casino habt. Wenn ihr die habt, könnt ihr auch hier zu diesen blauen Tischen hingehen
oder türkisfarbenen. Und jetzt geht ihr einfach zu irgendeinem 3-Card-Poker-Tisch, wechselt dann einmal euer Outfit, dass unten rechts eine gelbe Ladeschlange kommt, und setzt euch jetzt einmal einfach an den Tisch dran. Und hier müsst ihr jetzt einfach so viel Geld setzen, wie ihr könnt, also immer euren maximalen Einsatz, denn ich werde euch jetzt gleich zeigen, wie ihr nicht verlieren könnt, sondern nur gewinnen. Ihr könnt jetzt schon sehen, ich setze wirklich alles, was ich setzen kann, und ihr seht, ich habe jetzt auch schon gewonnen. Es gibt zwei verschiedene Methoden, also zwei verschiedene Varianten. Wenn ihr nämlich gewinnt, müsst ihr einfach einmal euer Outfit wechseln, also einmal Touchpad drücken, auf Stil gehen und dann einfach einmal euer Outfit wechseln. Wenn ihr verlieren solltet, werde ich euch gleich zeigen, was ihr dann machen müsst. Aber wenn ihr gewinnt, müsst ihr einfach nur einmal euer Outfit wechseln, könnt euch wieder an den Tisch dran setzen und dann das Ganze einfach nochmal machen. Das macht ihr jetzt einfach so lange, bis ihr verliert. Also ihr macht so lange weiter, bis ihr verliert. Und wenn ihr verliert, werde ich euch gleich zeigen, was ihr dann machen müsst. Ich will das ganze Gameplay jetzt aber noch kurz laufen lassen, damit ihr wirklich seht, dass ihr nicht nur ein paar tausend GTA-Dollar bekommt, sondern ihr seht, ich habe jetzt innerhalb von ja vielleicht anderthalb Minuten schon über 400.000 GTA-Dollar gemacht. Und hierbei kann ich ja wirklich nicht verlieren, also es ist eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon fast 1 Million GTA-Dollar, am Anfang des Videos hatte ich 700.000. Und ich werde euch jetzt, wie gesagt, gleich noch kurz zeigen, was passiert, wenn ihr verlieren solltet. Ihr seht, ich habe wieder gewonnen, habe jetzt schon über 1 Million GTA-Dollar. Und wenn ich jetzt verliere, ist es ganz einfach, und zwar gibt es zwei Methoden. Entweder ihr schließt einfach euer Spiel, also einfach GTA Online schließen, beziehungsweise die komplette Anwendung, also komplett einmal aus dem Spiel rausgehen und das Spiel schließen. Oder die einfache Variante ist, dass ihr, wenn ihr seht, dass ihr verliert, oben rechts solltet ihr dann sehen, dass ihr verliert, da wird euch einmal Geld abgezogen und oben links steht dann noch, dass ihr leider verloren habt. Das seht ihr jetzt gerade bei mir, ich habe jetzt verloren. Jetzt geht ihr einfach so schnell wie ihr könnt ins PlayStation-Menü, einmal auf Home und dann ganz einfach auf Internetverbindung, und dann geht ihr auf Internetverbindung trennen. Das macht ihr am besten so schnell wie ihr könnt, dann wartet ihr ungefähr 5 bis 10 Sekunden hier in diesem Bildschirm und dann geht ihr einmal zurück in die Anwendung. Und dann solltet ihr sehen, dass die Internetverbindung abgebrochen ist. Und normalerweise solltet ihr jetzt entweder zurück ins Hauptmenü kommen oder halt zurück in den Story-Modus. Und sobald ihr da zurück im Story-Modus oder zurück im Hauptmenü seid, geht ihr hin, geht wieder zurück in die Einstellung und macht den Haken einfach wieder rein. Theoretisch könnt ihr auch euer LAN-Kabel rausziehen. Das könnt ihr euch aussuchen. Hauptsache ihr trennt halt die Spielverbindung, also die Verbindung zum Internet. Und sobald ihr das Ganze jetzt wieder reingemacht habt, könnt ihr jetzt zurück zu GTA Online gehen. Und dann solltet ihr jetzt auch schon sehen, dass ihr kein Geld verloren habt. Ihr habt nur euren Gewinn behalten, euer Gewinn wurde gespeichert und euer Verlust wurde nicht gespeichert. Das ist das Ganze, ist wirklich mega einfach. Jetzt könnt ihr ganz einfach direkt wieder an die Tische rangehen und direkt weitermachen. Ihr könnt sehen, ich habe immer noch meine 1.080.000 GTA-Dollar. Und wie ihr das Ganze jetzt in Geld umtauschen könnt, weil das sind ja jetzt Jetons, keine GTA-Dollar. Jetzt lauft ihr einfach einmal, also wenn ihr den Glitch weitermachen wollt, dann solltet ihr natürlich das Geld noch nicht eintauschen, sondern dann geht jetzt einfach wieder an die 3-Card-Poker-Tische und spielt jetzt so lange weiter, wie ihr wollt. Und wenn ihr das Geld aber eintauschen wollt, geht ihr einfach hier vorne hin, geht dann einmal auf Jetons eintauschen, da könnt ihr euer ganzes Geld auch schon eintauschen. Falls ihr noch Fragen habt, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, auf jedes Kommentar zu antworten. Außerdem, falls ihr weitere aktive GTA Online Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.